Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Eurotruck-Simulator 2 mit Minimalex und hier wieder am Dienstag ganz gewohnt zur Stelle um 19 Uhr. Und wir fahren jetzt noch die 2 Stunden in Game, bis wir die Fracht dort abgeben können. In den letzten beiden Folgen habe ich ja, die habe ich jetzt auch hier direkt davor aufgenommen, wie ihr wisst, da habe ich ja ein bisschen drüber geredet, was sich so an Equipment noch ändert, was hier nicht mehr viel ist. Und was ich ja auch mal angekündigt habe, wo ich mal ein bisschen drüber reden kann, ist die Gamescom. Und da freue ich mich ehrlich gesagt wie jedes Jahr wieder natürlich mega hart drauf. Wie gesagt, es ist schade, dass Pierre dieses Jahr gar nicht da sein wird. Aber trotzdem kommen ja sau viele Leute, keine Ahnung. Antonia vor allen Dingen und viele andere. Stampfkartoffel, beziehungsweise Maximilian heißt er eigentlich. Kommt da ja auch hin, der ist 12. Hört sich jetzt negativ an, aber der ist ja in meinem Streams mal dazugekommen, in meinem 25-Stunden-Stream. Und programmiere mich auch schon in Java und so weiter und das mit 12. Dafür erstmal meinen fetten Respekt. Habe ich ihm auch schon 10 Mal gesagt, dass er dafür meinen fetten Respekt hat, weil ich habe mit 14, glaube ich, mit Programmieren angefangen. Und das ist echt ein guter Weg, so früh damit schon anzufangen. Und und der wird da auch hinkommen. Ganz ehrlich, darauf freue ich mich auch richtig, richtig krass, halt Leute kennenzulernen, die man auch noch nicht so kennt. Klar wird man sich auch viel mit Leuten treffen, die man so kennt und so weiter. Aber ich habe auch dieses Jahr ein bisschen vor, wieder nicht so hart an den Leuten quasi, nicht so hart mit den Leuten rumzuchillen. Weil ganz ehrlich, letztes Jahr war es meistens so, man in irgendeinem Eck zusammen gesessen hat, einfach gelabert oder so. Also, wenn ich auf der Gamescom bin, will ich schon ein bisschen was wieder von der Gamescom her mitkriegen, als wie letztes Jahr. Was halt für mich bedeutet, ich will, also gerne mache ich mir das zum Beispiel abends, mache ich irgendwas mit denen auf jeden Fall gerne. Aber ich will halt, um es auf den Punkt zu bringen, genau. Was ist denn jetzt gerade der Zusammenhang? Soll ich gerade sagen? Aber ich will ja genau im Gegensatz zum letzten, ich hatte jetzt echt gerade ein paar Sekunden Texthänger. Ich will im Gegensatz zum letzten Jahr mal wieder ein bisschen mehr Zeit zu investieren. Und wenn ich halt so denke, dass alle Leute oder viele Leute, die ich kenne, halt von Donnerstag bis Sonntag da sein werden, genauso wie ich. Ich werde mir, glaube ich, mindestens mal 1-2 Tage nehmen, wo ich mich überhaupt gar nicht, also einen Tag nehmen, wo ich mich überhaupt mit gar keinem treffe. Am Donnerstag wird es wahrscheinlich nicht gehen, weil man sich da erstmal natürlich treffen will am ersten Tag. Aber am Freitag oder sowas werde ich mal einen Tag komplett für mich wieder nehmen, wo ich nur ich und die Gamescom und aufnehmen und chillen und so meinen eigenen Scheiß machen. Und dann auch am Samstag und am Sonntag werde ich auch mich nicht immer durchgehend mit in den Gruppen bilden, weil mich das letztes Jahr ein bisschen, keine Ahnung, da habe ich zu sehr mit den Gruppen rumgechillt. Teilweise ganze Tage, wie am Samstag oder sowas und oder am Freitag teilweise auch. Und es war nicht so das, was ich wollte. Ganz ehrlich, ich will schon ein bisschen was von der Gamescom mitkriegen, nicht in irgendeinem Eck hängen. Klar, es geht irgendwie auch darum, die ganzen Leute zu treffen. Das ist mehr mein Hauptgrund, da irgendwie hinzugehen. Aber dann, das sind eh dieses Jahr vollkommen verschieden. Wir haben hier den Maximilian, dann haben wir noch andere Zuschauer, die wir vielleicht hinkommen. Oder zumindest, ja, vielleicht teilweise. Dann haben wir dann noch ganz Leute, die ich halt schon so kenne. Und mit denen will ich halt auch eben abhängen. Vor allem mit Maximilian will ich eigentlich richtig, richtig lange talken. Ich hoffe, dass ihm da nicht irgendwas dazwischen kommt mit der Gamescom. Weil ich möchte mich echt mal freuen, mit ihm halt eben mich zu treffen, weil es halt eben auf so einer Wellenlänge ist, auch wenn er halt extrem jünger ist als ich, aber 10 Jahre, um genau zu sein. Aber er hat ja im Endeffekt, ja, es macht einfach Bock, sich auch mit Developern zu unterhalten. Keine Ahnung, auch mal so schauen, mit anderen Leuten unterhalten. Das sind ja hunderte Leute, die ich letztes Jahr noch gar nicht so weit gedacht habe. Ganz ehrlich, sowas allein mit das ganze Gomme-Team und sowas. Da habe ich ja letztes Jahr noch überhaupt gar nicht dran gedacht, aber es kommen so viele Moderatoren vom Gomme-Server und so weiter und so fort. Oder halt auch Administratoren. Ganz ehrlich, ich würde auch mal gerne mit ich glaube, das Genatzt wird bestimmt auch dorthin kommen. Und ich würde auch mal gerne den einen oder anderen Talk mit Genatzt halten. Ist ein Gomme-Administrator. Weil ich den für sehr, 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 für übertriebenst fähig halte. Für sehr, sehr fähig. Und so ein bisschen halt noch im Moment, ja, halt für sehr, sehr fähig und für sehr, sehr viel, dass er eben sehr, sehr viel Ahnung hat. Mit dem will ich eben noch gerne mal talken und da gibt es ja immer so ein paar andere Leute, mit denen man immer mal wieder gerne talken würde. Und ja, das sind auch teilweise halt kleinere Leute, also ist so dieses Massenanstehen, klar, ich werde vor irgendwelchen Bühnen auch mal sein und damit das antun, ich finde es dann eher lustig, wie die ganzen Leute darauf abgehen, auf die YouTuber, als wie, dass ich wirklich auf die YouTuber irgendwas will. Ganz ehrlich, sowas wie Fotos machen oder sowas muss nicht mehr sein.
Ich will, habe letztes Jahr kaum was mit, habe zwar letztes Jahr ein Foto mit Skate 702 gemacht, aber habe gar nicht mit ihm oder kaum mit ihm geredet. Das will ich auf jeden Fall dieses Jahr mal nachholen. Ja, weil er mich inzwischen auch ein bisschen vom Namen her kennt. Durch die Streams und hier Sub bei ihm bin schon seit 2-3 Monaten. Und dass ich vor allen Dingen auf Twitter immer mal wieder mit ihm geschrieben habe und so weiter. Ja. Da gibt es echt viele Leute, mit denen ich mir gerne ein bisschen plaudern würde. Ja, und deswegen wird das auf jeden Fall eine geile Sache. Und deswegen will ich auch nicht immer so in den Gruppen abhängen, die man schon so kennt, die ganze Zeit. Weil es ja echt viel dieses Jahr gibt. Und die Gamescom geht immer viel zu schnell vorbei. Man denkt sich so Donnerstag, Freitag noch, oh ja, noch so viele Tage Gamescom. Und dann geht das Samstag weg und dann ist der Sonntag schon da. Sonntag ist der Overtag, so kann man es mal irgendwie nennen. Sonntag hat man schon irgendwie so halb keine Lust mehr, man chillt eh nur noch rum, man wird eh um 16 Uhr oder sowas oder um 18 Uhr schon von der Gamescom weggehen. Ich werde dieses Jahr wieder etwas später von der Gamescom weggehen, weil ich habe da letztes Jahr schon sehr Rücksicht auf Pierre genommen auch, der dann auch früher nach Hause wollte und so weiter und so fort. Dann haben wir es halt früher geplant. Da er dieses Jahr da nicht hinkommen kann, werde ich wahrscheinlich wieder erst um 19 Uhr oder sowas mit der Bahn fahren, mit dem ICE fahren, nicht schon um 18 Uhr oder 16, nicht nur schon um 18 Uhr, genau. Dass ich erst von der Gamescom um 18 Uhr quasi weggehe oder um 17, 18 Uhr weggehe und erst um 19 Uhr dann fahre oder so, reicht ja immer noch aus, um dann um irgendwas mit 20 Uhr oder sowas bei uns zu sein und dann irgendwas um 1 Uhr zu Hause zu sein. Ich habe ja wie gesagt Montag und Dienstag dann noch frei. So, das dazu. Ja. Das dazu. Den Auftrag haben wir abgeschlossen. Wir können mal gerade ein bisschen rumfahren und ein bisschen unseren LKW reparieren. Wir haben 103.000 Euro, allerdings kriegen wir, glaube ich, keine weiteren Kredite jetzt erstmal. Oder ich weiß nicht, ob da schon irgendwas abbezahlt wurde, wir schon wieder einen Kredit kriegen, aber müssen wir gleich mal schauen, dass wir da noch den 120.000er noch reparieren können. Aber wir müssen jetzt erstmal, nee, das will eh nichts, wir müssen eh noch ein bisschen warten, bis ein bisschen Geld von Fahrern reinkommt, weil wir jetzt auch noch unseren LKW reparieren müssen, was bestimmt auch 10.000 oder so kostet. Von daher alles safe. Ja, auf jeden Fall freue ich mich schon sehr auf viele Sachen auf der Gamescom, bei denen freue ich mich schon. Auch wenn viele Leute, die man wahrscheinlich gerne mal kennenlernen wird, es natürlich auch wieder gibt, die da natürlich nicht hingehen. Aber gut. Das ist halt so. Und gerade sowas wie Fotos, also das brauche ich überhaupt gar nicht mehr von YouTubern. Das kann man mal machen, aber es geht ja eher mal inzwischen, wenn man älter ist, auch darum, mit den Leuten zu reden und so weiter und so fort. Und ich schaue ja eh nicht so die YouTuber, die absolut im Hype sind. Also ich schaue schon teilweise YouTuber, die im Hype sind. Aber keine YouTuber, die dann immer noch mich interessieren, weil ganz ehrlich, PietSmiet, da werde ich halt mal hingehen zu den Bühnenshows und so weiter und so fort, natürlich, weil PietSmiet ist still in my heart, kann man mal so ein bisschen sagen, weil PietSmiet ist so, yo, ich schaue schon seit Jahren am aktivsten, aber inzwischen schaue ich sie halt auch wirklich nicht mehr so übertrieben aktiv wie früher. Die Season schaue ich nicht mehr, weil sie irrelevant ist ohne Harry, weil sie nicht mehr so lustig ist, muss man einfach leider so sagen. Ja. Aber trotzdem sind sie halt irgendwie, wenn ich mir auf jeden Fall was von dem brauche, keine Bilder mehr, die habe ich ja alle schon und so weiter und so fort. Man hat ja mit der einen schon Bildern, darum geht es auch gar nicht mehr oder irgendwas. Aber da will man auf jeden Fall, gehe ich trotzdem zu den Bühnenshows und schaue mir das mal an. Die werden sich wieder irgendwas Cooles ausdenken. Obwohl ich bei PietSmiet gar nicht unbedingt, wahrscheinlich diese auf der Gamescom gar nicht so vernah drauf bin. Weil ich ja jetzt schon in einem Monat ist ja schon die PietSmiet Tour. Und da werde ich ja in Frankfurt auch bei der PietSmiet Tour sein. Und da werde ich aber nicht vloggen. Auch nicht, weil dann habe ich eh keinen Bock mehr, das zu schneiden und so weiter und so fort. Und ist ja immer so ein gechilltes Ding, da muss man nichts unbedingt aufnehmen. Oder krass vloggen und dann wird es auch nichts geben. Das ist auch viel zu viel Stress teilweise verbunden, weil ich am nächsten Tag wieder Schule habe und so weiter und so fort. Nee, aber da werden wir auf jeden Fall mal schauen, wie wir das alles so machen. Aber generell freue ich mich schon sehr, sehr auf die Gamescom. Es ist immer cool, auf die Gamescom zu gehen. Es sind einfach so viele Leute, die Halle ist so groß. Ich muss halt aber auch echt sagen, ich kenne mich inzwischen auf diesem Hallengelände so übertriebenst gut aus. Ich kenne jeden Weg inzwischen, wie man schnell auch an Massen vorbeikommt. Das ist einfach so krass, wie man sich da, wenn man ein paar Jahre da schon hingeht. Ich war jetzt 2013, war ich Freitag und Samstag da. 2014 und 2015 war ich alle 4 Tage da. Und es ist einfach krass, wie gut man sich da schon auskennt. Es ist echt, es ist krass. Kann man nicht anders sagen, es ist echt krass. Ja. Anderes kann man dazu echt nicht sagen.
ja, so viel gibt es jetzt nicht zu sagen und ich bleib irgendwie gerade ein bisschen, ja, habe ich gerade wirklich nicht so viel zu sagen und da kann ich jetzt auch nicht mehr so zu sagen und gut ist. Aber nee, ich habe da wirklich thematisch nicht mehr zu sagen. Das habe ich schon dreimal gesagt, aber ich habe da jetzt wirklich nicht mehr zu sagen. Ja, okay, ist gut. Aber wird auf jeden Fall eine geile Veranstaltung natürlich wieder. Gamescom ist einfach immer geil, ganz ehrlich. Wer auf die Gamescom nicht geht, verpasst echt viel. Klar gehen da viele jüngere Leute auch nicht hin. Ist auch gut so, muss man teilweise sagen, wenn man schon sieht, was da für ein Run auf die YouTuber abgeht, weil die jüngeren Zuschauer da echt schon krasser, teilweise könnte man auch sagen, am Nerven sind, die YouTuber. Ist auch echt schon gut, dass da nicht noch mehr hingehen. Aber irgendwie teilweise denkt man sich auch so, gerade so Leute, denkt man sich auch teilweise so, ey, yo, warum sind die jetzt nicht da und so weiter. Aber gut. Es ist ja eh immer alles so ein Ding, wer für einen wichtig ist, dass er da ist und wer nicht. Bin ja mal echt gespannt, wer so alles wiederkommt. Ich weiß ja, wer alles kommt. Ich weiß ja auch, was teilweise Leute machen. Mit dem man letztes Jahr da war, da kommen sau viele. Auch Leute, die man erst letztes Jahr irgendwie kennengelernt hat in den Gruppen, kommen viele. Und so weiter. Da kommt echt schon wieder viele, viele coole Leute. Und dann trifft man wieder die ganzen Leute, die man letztes Jahr auch schon irgendwie teilweise erst kennengelernt hat und so. Die Gruppen werden halt immer größer. Ganz ehrlich, die Gruppen werden immer größer. Das ist halt einfach das Krasse daran. Ich muss mir mal vorstellen, wie viele Leute Antonia inzwischen kennengelernt hat und so weiter und so fort. Gut, das ist bei ihr alles deutlich, deutlich krasser als bei uns. Aber das ist alles, es wird wieder so krass, wie viele Leute man da kennenlernen wird. Und so weiter, es ist einfach nur cool, es wird richtig cool, einfach nur. Es wird eine richtig coole Veranstaltung. Richtig coole 4 Tage, aber halt auch wieder anstrengend irgendwo. Aber vorher freue ich mich ja erstmal auf meinen Urlaub. Muss echt sagen, es sind jetzt noch 4 Wochen. Nee, es sind jetzt noch 3 Wochen arbeiten, wo ich kein Problem mit habe, wo ich cool finde. Und dann sind es noch 4 Wochen wieder Schule, wo mich richtig anzacken, Berufsschule. Und dann 2 Wochen einfach nur chillen. Ah. Aber obwohl der Stress davor natürlich wieder richtig immens wird mit dem ganzen Vorproduzieren für den Kanal. Auf dem Alex-Alex-Kanal kommt ja dann eher in 2 Wochen nichts, weil die Tagessieger sind ja immer aktuell. Und wenn es die nicht mehr gibt, dann gibt es sie halt eben nicht mehr. Obwohl dann ein Vlog aus meinem Urlaub auch auf dem Alexander-Kanal kommen wird. Allerdings nur vom Hinflug und von den ersten 1-2 Tagen so zusammen. Oder vom ersten Tag wahrscheinlich nur so ein bisschen. Da kommt echt nicht viel. Da braucht ihr nicht viel erwarten von meinem Urlaub, weil der Urlaub wird wirklich mal wieder Urlaub. Heißt, ich nehme zwar den Laptop mit und so weiter und so fort, aber da wird hauptsächlich geht's ums Chillen einfach nur. Ganz ehrlich, Leute. Was anderes geht's da hauptsächlich nicht. Der Laptop wird zwar mitgenommen und so weiter und so fort, aber ja, was Großartiges ist da nicht. Ich werde den halt mitnehmen, um dann das eine Video zu schneiden, weil ich da Bock drauf habe. Und da wird es ein paar Szenen geben. Das wird so ein Gamescom-Vlog, wo man eine Stunde oder sowas dran sitzt, so wie von den Gamescoms halt eben. Gut, ein bisschen aufwendiger schon, wegen Hinflug und so weiter und so fort. Aber ich werde auch gucken, dass ich nicht sehr übertreibe mit dem Aufnehmen direkt. Und werde dann auch nicht so viel rausselektieren. Scheiße, ich habe so viel, hat auch noch auf die Bremse gedrückt, aber es hat einfach nicht funktioniert mehr. Scheiße, egal. Ist ja leider so. 12% ist echt heftig. Ja, aber das wird auch eine coole Sache. Ich fahre übrigens meinem Vater hin. Und ohne meine Mutter. Wird auf jeden Fall wieder mal ein schöner Urlaub und so weiter und so fort. Und richtig gechillt mal wieder. Ich war echt schon jahrelang, auch wegen der Gamescom muss man sagen, war ich jahrelang nicht mehr richtig im Urlaub. Die Gamescom war quasi mein Urlaub, wo ich auch immer Urlaub genommen habe. Ich habe letztes Jahr um die Gamescom herum 3 Wochen Urlaub genommen. Also die Woche, wo die Gamescom war, die Woche davor und die Woche danach. Ja, aber dieses Jahr will ich ja wirklich 2 Wochen am Anfang der Ferien nehmen und dann halt 2 Wochen am Ende, wenn die Gamescom ist. Ja, so sieht's aus. Ja. Ah. Nächstes Jahr wird es wahrscheinlich echt ein bisschen gechillt. Da muss man mal schauen, obwohl wie gechillt es wird, muss man wirklich noch sehen. Wenn ich dann meine Abschlussprüfung hoffentlich bestanden habe und so weiter und so fort. Nächstes Jahr, wie es dann halt mit der Gamescom wird. Es wird so unplanbar einfach nächstes Jahr. Weil ich dann gar nicht weiß, wie sieht es mit
Bildung, also wie sieht es mit weiteren Zukunft aus und so weiter und so fort. Das ist halt dann echt schwer, da was zu sagen. Aber gut, muss man echt mal schauen. Das ist ja alles was anderes. Muss man echt mal schauen, wie man alles so macht dann nächstes Jahr. Aber gut, ich genieße noch mal ein bisschen dieses Jahr, was so noch ein bisschen entspannter wird. Und ja, gut. Aber das Ganze ist auch nicht so interessant. Wie gesagt, zu Gamescom habe ich, glaube ich, schon alles jetzt in der heutigen Folge erzählt, was es so zu erzählen gibt. Und auch zu meinem Urlaub und so weiter und so fort. Und wie gesagt, dafür gibt es noch viele, viele Vorproduktionen, weil ich bin nur 2 Wochen zwischendrin da, in denen ich auch arbeite. Und da muss richtig viel vorproduziert werden. Und wir hatten uns eigentlich auch nicht was überlegt, dass wir komplett was voraufnehmen, was dann in der Zeit kommt. Allerdings haben wir da noch nichts gemacht und es sind jetzt echt noch 2 Monate, bis mein Urlaub beginnt. Ne, weniger halt eben. In 2 Wochen endet mein Urlaub schon. Also es sind 1,5 Monate, bis mein Urlaub beginnt. Und da müssen wir echt mal schauen, was wir so machen. Und wie wir es so machen. Wir waren auch noch in einem Projekt dabei, was dann auch noch. Wir sind auch noch in einem Projekt dabei, was sich auch noch weiter verspätet. Es wird echt alles richtig kritisch halt, weil wenn ich dann im Urlaub bin und dann kommt die Gamescom und so weiter, dann macht das alles keinen Sinn. Über die Zeit macht das alles keinen Sinn. Weil dann, wenn ich in den 2 Wochen, wo ich da bin, muss ich dann, bin ich ja wieder hart am FIFA und am U-Tracks mit davor aufnehmen. Und es wird auch erstmal überhaupt gar nicht mehr Videos geben, weil halt eben jetzt alles so vorgeplant werden muss, dass halt eben auch in den nächsten Monaten, über den nächsten Monat hinweg die Videos kontinuierlich kommen, muss halt irgendwas an Content vorproduziert werden. Und das ist halt eben die Sache, was dann erstmal ein bisschen Vorrang hat. Aber da werde ich mir echt noch ein paar Dinge überlegen, auch mit Pierre zusammen, was wir da so machen. Und dann müssen wir halt Zeiten finden, dass wir da was aufnehmen. Und das werden wir wahrscheinlich irgendwann die kommen. Jetzt hat sich langsam, ist quasi erstmal wieder alles am Einspielen, weil wir echt vorher teilweise eine Zeit lang hatten, wo wir die Durchhänge hatten, wo halt wochenlang kaum Videos kamen oder alles chaotisch kam. Jetzt hat sich erstmal wieder seit einer Woche alles eingespielt. Das werden wir jetzt auch noch 1-2 Wochen vielleicht so weiterbehalten. Und dann werden wir uns wirklich darum kümmern, dass wir uns da was überlegen und dann halt einfach fortproduzieren. Ganz ehrlich, das muss halt sein, weil wir eigentlich wollen wir halt für die kompletten 6 Wochen Sommerferien ein durchgehendes Projekt haben, was wir da irgendwie täglich releasen können auf dem Minecraft-Slot, was halt irgendwie vorproduziert ist. Und da muss halt Arbeit reinfließen. Auch Koop-Season muss vorproduziert werden, alles muss irgendwie vorproduziert sein. Und das ist halt, und ich muss meine ganzen Sachen vorproduzieren, das ist halt alles nicht easy. Aber vor allen Dingen ist das Wichtigste, dass der Minecraft-Spot dann voll wird. Das ist halt das Allerwichtigste. Ja, das dazu. Viel mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Wir sind bei ungefähr 18 Minuten. Ich glaube, ich könnte auch schon die Folge beenden, weil ich gar nicht mehr so viel Inhalt habe. Ich nehme hier nach direkt natürlich noch die eine Folge auf, die am Freitag um 19 Uhr kommt. Wo ich da rede, weiß ich noch nicht. Irgendein Scheißdreck. Wahrscheinlich vielleicht noch ein bisschen übers Game wieder. Bei 88.000 Euro sind und vielleicht mal da noch ein bisschen was rausholen können, weil dass wir dann den einen LKW noch komplett upgraden in der nächsten Folge. Muss man mal schauen. Je nachdem, manchmal auch wieder in 2 Stunden in Gamezeit muss ich schon wieder Rast machen. Das heißt, dann passt es vielleicht ganz gut, dass wir über die Rast halt genug Geld bekommen von unseren Fahrern, dass wir eben diesen LKW holen können. Das werden wir aber alles in der nächsten Folge sehen. Wie gesagt, am Freitag um 19 Uhr kommt die. Haut rein. Bis dann. Ciao.